Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer VfB-Liebe-Karriere hier in FIFA 21. Heute geht es gegen die Borussia aus Dortmund in eine wichtige Partie in der Liga für uns. Ja, wir sind nach wie vor nicht da, wo wir sein wollen. Wir wollen eigentlich um die Meisterschaft spielen, müssen gerade aber wieder uns irgendwie für die Champions League fürs nächste Jahr qualifizieren. Dementsprechend heute wichtiges Spiel gegen Dortmund, die nicht so weit von uns entfernt sind. Wir spielen heute das erste Mal von Anfang an im 4-2-1-3-System, also mit Lena als Zehner. Ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass es so, wie es zuletzt lief, nicht mehr weiterlaufen kann. Deshalb jetzt die veränderte Formation. Und mal gucken, wie das heute gegen diese Mannschaft vom BVB laufen wird. Lafont am Tor, eine Dreierkette davor, dann haben wir ein Fünfer im Mittelfeld, ich glaube es zumindest. Und dann als Stürmer Haaland und Renier. Gute Mannschaft, die es heute zu schlagen gilt. Lena macht das gut, legt nochmal ab für Port. Lafont, da hätte ich vielleicht sogar selbst mit Lena abschließen können. Erste Ecke auf Ex-Dortmunder Kana. Am Tor vorbei. Oben seht ihr es. Dortmund aktuell Zweiter, wir nur Fünfter. 5 Punkte trennen uns. Das heißt heute einen Sieg und wir sind wieder ganz nah am BVB dran. Und ja, die Meisterschaft, die ist wohl nicht drin, weil ich glaube Bayern ist Tabellenerster und unfassbar weit weg. Aber heute geht erstmal ein Sieg gegen Dortmund holen, weil das wird auch schon nicht leicht. Oh, Dortmund. Erster Abschluss. Rein Adelaine. Mit einem richtigen Hammer und super Parade von Lunin. Jetzt aber bitte auch den Eckball gut verteidigen. Auch das kriegen wir noch irgendwie hin. Konterchance jetzt. Lane, jawohl. Das ist ein guter Ball. Das ist ein guter Ball. Der Verteidiger, der ist auch sehr, sehr schnell irgendwie da durch. Ah, das wird wohl nichts. Renier. Oh, Mayra Sabrau ist irgendwie da. Da ist aber noch dieser Jadon Sancho. Oh, der trifft im zweiten Versuch zum Glück nur den Pfosten. Riesenchance BVB. Ach, Digga, dieses Spiel ist so scheiße, ne? Es macht keinen Spaß. Ich sage es jede Folge. Guckt euch die Kacke an. Durch die Beine. Ey, es macht keinen Spaß. Wir hatten nicht einen Torschuss in diesem Scheißspiel. Ich will nicht mehr diese Karriere spielen. Ich habe echt keine Lust mehr. Es macht keinen Spaß mehr. Oh, guter Ball. Jetzt, komm, komm, ja. Ey, wir brauchen einfach individuelle Fehler des Gegners. Es funktioniert sonst nichts. Es ist nichts. Wir brauchen sowas, sonst... Wir kriegen ja keinen Kombinationsfußball hin. Gar nichts läuft da. Oh, es ist schon wieder so deprimierend. Die Bank ist auch noch völlig falsch besetzt. Wir haben keinen Pembele hier, den ich einwechseln kann. Keinen Cherki, den ich einwechseln kann. Walter Fernandes, spielt der überhaupt mit? Also es macht einfach keinen Spaß, das ist echt krass. Also es ist auch ein mega langweiliges Spiel. Ja, keine Ahnung. Ja, das war's wohl hier. Von diesem, ja, ich will es gar nicht wieder ausdrücken, weil sonst, keine Ahnung. Ja, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Ihr habt vielleicht 3 Sekunden Highlights oder so gesehen. Ja. Keine Ahnung. 1-1 gegen Dortmund bringt uns überhaupt nicht weiter, bringt Dortmund nicht weiter. Also es ist echt deprimierend, diese Karriere. Es ist wirklich hart, finde ich, weil wir kommen nicht voran. Seit 2 Saisons hängen wir an derselben Stelle fest. Es ist so krass, es ist wirklich krass, finde ich. Irgend so ein Transferangebot für irgendeinen Spieler, der... Ja, auch die Jugendspieler entwickeln sich überhaupt nicht bei uns. Wir haben keinen, der sich mal so richtig gut durch eine Laie entwickelt hat. Wir werden auch wahrscheinlich wieder auf dieses System hier zurückgreifen, weil... Ja, das andere war jetzt auch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Kana auf einer 90, das ist sehr, sehr schön. Aber grundsätzlich bin ich echt... Ja, enttäuscht einfach, wie es läuft. Weil es nicht läuft. Also, weiß nicht, ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Guckt euch das an. 2-2 gegen Frankfurt mit 5 90er-Spielern in der Startelf. Das kann es doch echt nicht sein. Rein geht es jetzt in die Champions League gegen Atletico de Madrid. Haben wir nicht letzte Saison schon gegen die gespielt, weil... Oder im Jahr davor, weil hier spielt ja Gilmore und an Gilmore kann ich mich noch ganz gut als Gegenspieler erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt letztes Jahr war oder vorletztes Jahr und ich weiß auch nicht, wann das war. Ich glaube, letztes Jahr sind wir gegen Manchester United rausgeflogen. Dieses Jahr wollen wir eigentlich diesen Titel gewinnen, aber ja, keine Ahnung, ob das es wird. Es läuft ja überhaupt nicht. Pokal gegen Kiel, Zweitligisten rausgeflogen, Champions League, gerade so läuft es aktuell irgendwie.
Und Liga brauchen wir nicht drüber sprechen. 2-2 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, die Mannschaft, ihr seht es zurück beim 4-2-2. Das 4-2-1-3-1 hat überhaupt nichts gebracht. Das war komplett scheiße. Und Atletico kommt heute in einem 4-4-2 mit Gamer, unserem Ex-Spieler, im Zentrum. So, das ist jetzt mal ein richtig guter Ball auf Walter Fernandes. Und das ist die Führung. 5 Minuten. Wichtiges Ding. Super gemacht. Camavinga auf Walter Fernandes. Ganz starkes Ding. Sowas will ich häufiger sehen. Einfach mal die einfachen Tore mitnehmen, so wie hier. Walter Fernandes, guter Ball. Ja, nee. Ja, dieser Paro Sauceda, ich weiß gar nicht, ob das ein echter Spieler ist, ich glaube fast nicht, kommt da noch dazwischen. Ey, ich möchte einfach nur hier heute gewinnen, ne? Irgendwie so ein 3-0 oder sowas. Oh, gutes Ding von Camavinga für Port. Port gegen Hermoso. Port macht das gut. Ach Mann, warum laufen die nicht durch? Camavinga und Lané haben den gleichen Laufweg angedeutet. Beide laufen da nicht durch, ey. Das ist so frustrierend. Ey, Kana, super Einsatz von Capitano, guter Pass und jetzt weiter, Walter Fernandes, Mann, jetzt haben sie ja noch Oblak im Tor, ey, es kommt doch wieder alles zusammen, komm, irgendwie, nee, natürlich nicht, das ist Oblak, können wir wenigstens froh sein, dass Kana sich nicht verletzt hat, Tavares nochmal, Prott, aber da ist jetzt Walter Fernandes im Abseits, ja, und dann verhasseln wir uns da auch wieder, ach Mann, ey. Oh, jawohl, 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 bitte. Was machst du? Der hat eine 91. Das kann mir keiner erzählen. Wie legt er sich denn da den Ball zur Seite? 5 Meter entfernt. Oh, ich hasse diese Karriere mittlerweile, ne? Ich habe richtig. Jedes Mal, wenn ich diese Aufnahme hier starte, habe ich schon wieder keinen Bock mehr, weil es ist einfach nur dreckig, das Gameplay in dieser Karriere. Dortmund-Karriere, alles okay, da haben wir auch mal beschissene Spiele dabei. Aber hier haben wir dauerhaft beschissene Spiele. Wirklich dauerhaft. Dazu sind wir in der Simulation jedes Spiel scheiße. Ich checke diese Karriere einfach nicht. Ich checke sie nicht. Jetzt kriegen wir noch ein Gegentor reingedrückt. Nein, immerhin das nicht. Walter Fernandes geht mal überall durch und dann kommt da wieder so ein Scheißverteidiger. Oh. Mann, ey, mach ihn doch einfach rein, Lani. Du hast eine scheiß 91. Wieso kannst du trotzdem nichts? Nee, das gibt's nicht. Dafür kriegen sie einen Freistoß und ein sicheres Tor. Unfassbar. Ja, der ist drin. Also, wenn sie nicht ablegen, ist der drin. Ja. Oh, Arne Meyer. Zum Glück habe ich den auf die Linie gestellt. Ey. Nee, 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 weg, weg, mach weg. Oh, Alter, es ist so nervig gegen Atletico zu spielen. Oh, Digga, wie kann man so schlecht sein wie er? Wie kann man so schlecht sein? Der hat eine 90. Ihr müsst überlegen, der hat eine 90, aber kann keinen Steilpass aus der eigenen Hälfte rausspielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg, weg. Digga, wo spielst du denn hin, du Spast? Ey, es ist so schrecklich, ich will nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Weg damit. Meine Fresse. Ja, kriegt noch einen Freistoß. Ey, ich habe keinen Nerv mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist so anstrengend, diese Karriere. Ihr könnt das nicht verstehen. Ihr versteht das wirklich nicht. Oh mein Gott. Es ist einfach nur krank. Prot. Prot. Wohin? Das ist so krank. Der hat eine 91, Port. Der schafft es nicht, den Pass auf Walter Fernandes, der in der Mitte völlig frei stand, zu spielen. Hat er nicht hinbekommen. Musste woanders hin. Ja, war auch echt schwer. War auch echt schwer. War auch kein sicheres Tor eigentlich. Es ist so krank. Es ist einfach nur krank. Tavares. Nochmal so eine Aktion. Wo sind meine Spieler? Jetzt mal. Komm, mach irgendwas, Junge. Mach irgendwas. Ich kann nicht mehr. Gott. Macht er gut. Winger. Lena, nochmal abgelegt, nochmal Port. Ja, und jetzt, wo sollen wir hin? Wo sollen wir bei dieser Abwehr hin? Ach Mann, ey, ich möchte doch einfach nur, dass dieses Spiel abgepfiffen wird. Och, nö. Ist das jetzt, ja. Ich bin raus, ich bin einfach nur raus. Ich möchte nicht mehr diese Karriere weiterspielen. Ey, ich bin kurz davor, jedes Spiel zu simulieren.
Aber ich weiß ganz genau, dass wir dann nie die Champions League gewinnen werden. Ich kann nicht mehr. Ey, es ist so krank. Seit 2 Jahren laufen wir mit dieser Mannschaft auf der Stelle rum. Seit 2 Jahren spielt diese Mannschaft die letzte Scheiße. Wir kommen nur noch über individuelle Fehler der Gegner zum Zuge. Es ist so heftig. Es ist einfach nur krank. Ist das jetzt das 2-1? Ist es das jetzt? Nee, ist es nicht. Netz. Okay, kriegst du den Pass hin? Der hat eine 90. Guckt es euch an. 90. 90. Eine 90. Der hat eine 90. Wahrscheinlich hat der eine 90, oder? Ja, das war's. Ey, ich könnte so kotzen, ne? Jetzt müssen wir noch ein Drecks-Auswärtstor bei diesen scheiß Madrilenen da wieder schießen. Ey, ich hab keine Lust. Ich möchte auch nicht das Rückspiel spielen. Ich möchte nicht weiterspielen. Das Gameplay ist ein Haufen Scheiß in dieser Karriere. Ich würde euch so gerne die Möglichkeit geben, selbst mal hier zu spielen. Weil es ist wirklich unfassbar scheiße. So, jetzt verlieren wir kurz in der Liga gegen RB Leipzig. Kretier, es wurde verkauft. Respekt. Zack, einmal hier 6-0 von Leipzig abfrühstücken lassen. Ach so, wir können gewinnen. 2-0 gegen Leipzig. Das ist das einzig Positive in dieser Scheißfolge. Ich kann das nicht mehr. Ihr versteht das, glaube ich, auch echt nicht, weil ihr könnt es auch nicht verstehen, weil ihr diese Scheiß-Gameplay nicht spielen müsst. Es ist so krass scheiße. Nächste Folge Atletico in 2 Tagen. Ich habe jetzt schon wieder keine Lust mehr. Ich verstehe jeden, der sagt, finde ich scheiße, dass du so deprimiert in diese Folgen reingehst. Ich kann es aber nicht mehr ändern. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich muss jetzt zum Glück 4 Tage lang diese Scheiße hier nicht mehr spielen, weil diese Folge vorproduziert ist. Aber ich bin durch. Ich bin so durch mit dieser Karriere. Wenn die Karriere beendet ist, dann sage ich, schön, war eine gute Zeit, zumindest die meiste Zeit. Aber ich bin dann auch einfach nur froh, dass wir es beendet haben. Und damit bis morgen. Ciao, ciao.